Hallo werte Sammler und Sammler, ich bin Selector von Team Genetz und ich grüße euch herzlich zum neuen Manga-Ersteindruck. Heute mal wieder mit einem Video, wo auch meine Freundin dabei ist. Patty, sagt mal hallo und stopft den Topfifee in den Mund. Hallo. Kein Bergisch. Und es dreht sich alles um das neue Shuzo Ushimi-Werk Happiness, das jetzt diesen Monat beim Manga-Kult Verlag erschienen ist. Und ich schon sehnlichst erwartet habe, denn Shuzo Ushimi verspricht meistens eine gute Zeit zu werden. Und wie immer erstmal halt der Inhalt in Shuzo Ushimis Happiness dreht sich halt alles um unseren Hauptcharakter Makoto Okazaki, der ja typisch für diese Art Manga halt auch ein Durchschnittstyp ist, würde ich behaupten. Ne, eher Unterdurchschnitt, weil er wird ja so ein bisschen schon auch fertig gemacht. Ja gut, ja so klassisch... Ja, ein bisschen unterdurchschnittlich. Typischer Versager, sagen wir mal. Ja, Versager würde ich auch nicht sagen. Er ist halt in der sozialen Hierarchie nicht ganz oben in der Klasse. Da spricht die Lehrerin. Und ja, eines Abends wird er plötzlich von einer Frau überfallen, die ihn beißt und fragt, willst du sterben oder so werden wie ich? Da Makoto Okazaki denkt so, nein, ich habe keinen Bock zu sterben, wird er daraufhin zu einem Vampir und muss sich nun eben damit zurechtfinden und eben überhaupt auch erstmal realisieren, in was für einer Lage er inzwischen eigentlich ist. Und nun zu den Grundinformationen. Happiness stammt eben von Shuzo Ushimi, habe es vielleicht 3 oder 4 Mal schon erwähnt, ist im Original in 10 Bänden abgeschlossen. Manga-Kult veröffentlicht die Reihe hierzulande als 2-in-1 Ausgabe mit dem zweiten Cover immer hinten drin nochmal zu sehen. Dementsprechend wären es halt 5 Bände, a 15 Euro, was ein vollkommen okayer Preis ist, auch mit der Qualität. Leider Gottes keine Farbseiten, was gerade halt bei Shuzo Ushimis großartigen Farbillustrationen, ne, ich meine, schaut euch das Cover an, ein Jammer ist. Und wie der Sticker hier vorne drauf vielleicht verrät, ja, das kommt in der Erstauflage mit einem Shikishi. Okay. Und ist halt noch aus dem Japanischen von Martin Gericke übersetzt. Oh ja, nun zu meiner unserer Rezension. Ich muss sagen, ich hatte mich halt einfach darauf gefreut, weil, ne, Shuzo Ushimi, klar, geht immer. Und ich ging hier halt so ein wenig darauf, ich ging da halt so ein bisschen davon aus, dass auch hier wieder irgendwie eine Femme Fatale auftauchen wird, die das Leben von unserem Hauptcharakter ins Verderben stürzt. Und dies ist schon der Fall, würde ich sagen. Jedoch, die Vampirin, die eben dafür verantwortlich ist, was aus Makoto wurde, taucht im ersten Doppelband für, keine Ahnung, 5 Seiten auf. Ja, es sind 2 Auftritte, die sie hat. Also einmal da zum... zum Anfang und einmal zum Ende. Richtig. Also irgendwie... Es dreht sich halt gerade zu Beginn hauptsächlich darum, hey, okay, Makoto realisiert, scheiße, ich bin ein Vampir jetzt, was geht hier? Also er hat es ja noch nicht mal richtig realisiert zu Beginn, sondern erstmal so, was stimmt mit meinem Körper nicht? Warum habe ich plötzlich diesen Durst? Warum werde ich plötzlich so von diesem Geruch, so, was zieht mich da an? Was so ziemlich impliziert wird, dass das, dass er von Blut der Tage einer Frau angezogen wird. Weil, ja... Er riecht etwas und dann werden die untere Hälfte von den Mitschülern gezeigt. Also kinky, I guess. Und ja, es dreht sich halt wirklich eigentlich im ersten Doppelband nur so ein bisschen darum. Hey, Makoto hat jetzt einerseits Vampirkräfte. Er versucht jetzt damit so ein bisschen zurechtzukommen und halt das soziale Drama drumherum. Und ich finde, da hat mir im ersten Band doch so ein wenig... Das gewisse Etwas gefehlt, denn wie gesagt, Shuzo Ushimi liest man für die Femme Fatale Charaktere. Sei es nun bei einem Blumen des Bösen, sei es nun bei einem Welcome Back Alice, wahrscheinlich auch bei Inside Mary dann. Das ist hier noch nicht so wirklich der Fall. Ich meine, okay, so gesehen, wir hatten eine Frau, die das Leben des Charakters mehr ruiniert hat. Und vielleicht kommt es noch. Vielleicht kommt es noch, ja. Ist bisher erstmal aber nicht so wirklich der Fall. Dass so ein bisschen die Geschichte noch so ein wenig vor sich hin tröpfelt, würde ich behaupten.
dass man noch nicht so ganz auch weiß, wo soll eigentlich die Reise so richtig hin. Während man zum Beispiel beim Blumen des Bösen halt wirklich hatte, dass unser Hauptcharakter, man halt wusste, er wird immer mehr und mehr von diesem Wahnsinn der Hauptcharakterin ja, eingefangen. Finde ich nach Band 1 noch nicht so richtig sagen, was, wo soll es hingehen? Ja, ich habe halt das Gefühl schon, dass die Vampirin ihn so ein bisschen zu sich ziehen möchte, ist jetzt mein Gefühl. Mhm. Aber das kann, also ist einfach nur so ein Gefühl oder halt so eine Intuition, aber ob das stimmt, weiß ich natürlich auch nicht. Da hat es mir persönlich auch so ein bisschen an so einem zumindest groben Punkt in der Zukunft gefehlt, wo die Geschichte hinarbeitet. Und es hat sich natürlich klassisch für Shusoshimi großartig gelesen. Also, keine Ahnung, ich war mit dem Doppelband in 30 Minuten durch. Wie lange hast du? Es ist aber auch sehr wenig Text. Ja, also extrem wenig. Es ist sehr, sehr viel Show, Don't Tell. Aber gut umgesetzt. Wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Shusoshimi hat das Medium-Manga verstanden. Und es hat vereinzelt auch Stärken, wenn halt zum Beispiel unser Hauptcharakter dann regelrecht in diesem Delirium ist und nicht so ganz weiß, was geht hier eigentlich ab und immer alles mehr und mehr verschwommen. Ich suche gerade auch ein paar Seiten oder so, wo man richtig sieht, wie seine Sicht halt auch immer mehr und mehr schwammig wird. Und das wird halt mit jedem Mal, wo das passiert, immer heftiger und heftiger. Ich finde, das ist einfach eine geile Inszenierung gewesen. Dass man halt wirklich sagt, ja, der Typ, der hat ja, der weiß gerade gar nicht, wo oben und wo unten ist. Das hat zumaßen Shusoshimi auch im aktuellsten Werk Blood on the Tracks, dass da ja auch viel mit die Sicht verschwimmt und ähnliches. Das kann der einfach. Und ansonsten zumaßen der Rest vom Artwork, während seine Farbseiten halt immer ein absoluter Traum ist es halt innen drin. Es ist okay, würde ich sagen. Also, wenn er was wirklich hervorheben will, dann kann er richtig geil was inszenieren, durchaus. Aber so im Schnitt ist es halt eher okay. Es ist halt wirklich so, das Artwork ist immer ganz solide. Und dann immer wieder so ein, zwei Seiten, die dann mal wieder herausstechen. Das so ein Wow-Effekt hat, finde ich. Und trotzdem, die hatten irgendwie noch was gefehlt. Es liest sich wie ein Oshimi-Werk. By the way, auch hier Manga-Kult hat nicht Vor- und Nachnamen getauscht, was mich umso mehr stutziger macht. Warum haben sie es bei Welcome Back Alice gemacht? Warum dann nicht hier? Also warum haben sie es dann? Keine Ahnung. Also, beschwer dich nicht, es ist so, wie du willst. Also. Ja, das soll keine Beschwerde sein. Manga-Kult, ne? So bitte in Zukunft weiter. Ja, danke. Supi. Aber irgendwie, mir hat noch so das gewisse Etwas gefehlt, da ich mir denke, Hammer! Ich wurde noch nicht in einen Bann gezogen. Und gerade das ist ja die Stärke von Oshimi. Dass immer irgendein Charakter auftritt, der eine Faszination im Leser weckt, dass man wissen will, wie es um diesen Charakter weitergeht. Und das ist hier halt noch nicht der Fall. Ich finde, Makoto ist halt ganz okay, ja. Aber Oshimis Stärke liegt halt nicht auf den Männern. Also, ne? Ich finde es halt bis dahin sehr austauschbar. Ja. Es ist so ein Schema X. Ja, einer wird vom Vampir überfallen, wird erstmal sich selbst überlassen. Es wird mal geguckt, ja, wie entwickelt er sich, was passiert, trinkt er Blut, trinkt er kein Blut. So. Ja, das ist. Es fehlt noch so an etwas, was dafür sorgt, dass es aus den Vampirgeschichten hervorsticht. Und es fehlt auch noch so ein bisschen das, was es zu einem klassischen Oshimi macht. Würde ich sagen. Da, ja, keine Ahnung, es hat mich noch nicht in seinen Bann gezogen und das ist schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Ich hoffe sehr, dass das mit dem zweiten Doppelband dann halt besser wird, weil zumaßen, wenn zwei, ich finde es ja eh komisch, wenn zwei der 10 Bände die vermeintliche Hauptcharakteren für nur 5 Seiten oder so zeigt, irgendwie befremdlich. Aber gut, unser Fazit halt nun zu Happiness. Es macht auf jeden Fall Laune. Es liest sich richtig gut. Keine Frage. Ich bin auch gewillt, weiter zu lesen, weil Oshimi hat durchaus etwas an sich, dass er dafür sorgen kann, dass man wissen will, okay, wie geht's weiter? Aber mir hat halt einfach noch so das richtig
bam, gefehlt. Dieses Gefühl, wie ich damals bei Blumen des Bösen das ich hatte, gib mir den nächsten Band. Für die Leute, die sich an meinen ersten Band von Die Blumen des Bösen erinnern, ich war so hellauf begeistert, weil ich auch in den Bann der Hauptcharaktere gezogen wurde. Und das fehlt hier halt. Dass ich persönlich halt sagen würde, der Bann ist nicht schlecht. Er sticht aber halt noch nicht aus der Masse so krass hervor, wie eben ein Blumen des Bösen, ein Blood on the Tracks oder auch ein Welcome Back Alice, dass ich sagen würde, Happiness ist kriegt von mir eine 7 von 10. Was sagst du? Würde ich mit einsteigen, weil eine 7 bin ich auch. Ja, es ist okay, es ist nicht furchtbar. Es ist halt so ein bisschen, ja, Vampirgeschichte. Ja, da fehlt halt noch der Oshimi-Twist, der klassische. Also, ja, wir bleiben auf jeden Fall dran, würde ich sagen. Also, du auch. Ein Band versuche ich noch, wenn es dann nichts ist, dann... Ja, sie ist jemand, der deutlich eher gewillt ist, auch Sachen abzubrechen. Ja, jetzt möchte ich von euch wissen, habt ihr Happiness gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Falls ihr auch schon ein bisschen weiter gelesen habt, könnt ihr gerne noch in die Kommentare schreiben. Natürlich ohne Spoiler, bitte, weil ne, wir wollen jetzt nicht gespoilert werden. Ich will nicht gespoilert werden. Ob da noch dieses Oshimi-hafte hervorkommt. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen und ciao.